Genau, George ist nämlich auch auf Reach geboren, ich glaube sogar 2 Tage nach dem Master Chief, im Jahr 2511, im 5. März. Und, oh Gott, noch weitere Skirmisher, die wir einfach mal, ah ne, doch nicht, den einen haben wir einfach mal abgefahren und die Moas. Und, genau, wurde auf Reach geboren und, ja, ist dementsprechend halt auch ein bisschen mehr an Reach gebunden. Wo geht's hier links? Links? Ah ne, wir müssen hier noch gar nicht rüber. Genau, natürlich ist keins der Halos für mich jetzt blind. Wenn wir dann bei Halo 5 angekommen sind und Halo 5 rauskommt, dann wird das natürlich blind gespielt. Beziehungsweise, ja, doch, denke schon. Und ja, werden wir dann mal sehen. Na, werden wir dann mal sehen. What the fuck, was machst du denn da? Alter, was für ein krasses Skirmisher. So, was haben wir hier? Ah, noch weitere Wärmesignale. Okay, schauen wir uns das mal an. Oh Gott, ein Ranger. Genau, bei den Eliten, bei den Grunts auch, aber vor allem bei den Eliten ist das halt dazu erkennen. Alter! Warum stirbt er denn nicht? Gibt es halt verschiedene Ausführungen. Das hier ist zum Beispiel ein Ranger, die auch in Reach gerne mal mit einem Jetpack unterwegs sind. Und ja, dann gibt es halt verschiedene Ränge quasi noch, die ja dann halt auch unterschiedlich stark sind. Also hat sich Bungie natürlich schon ein paar coole Sachen überlegt und ich spiele gerade schlecht. Und da ist der erste tot. Muss mal eben gucken. Ich spiele eigentlich nicht so auf 3, ne? Also gerne so auf 4, 5. Oh, 5 aus. Ist mir nämlich ein bisschen zu langsam. So, jetzt mischen wir die hier nochmal auf. Nee, das ist mir alles zu doof. Ich habe keine geile Waffe. Oh, Scheiße hier. Stunden, ja. Okay, wir sind ganz taktisch. Los, Noble Team, ausschwärmen. Was? Wir wurden infiltriert. Da waren Skirmisher hinter uns. Und dann kam irgendeine Plasmagranate, die mich getötet hat. So, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier die ganze Zeit sterbe. So. Wir gucken jetzt erstmal, ob hier irgendwas zu finden ist. Ein Datenpad. Ja, bla. Hier sind die noch nicht so interessant. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Dementsprechend, ja. Genau. Später gibt es dann andere interessante Easter Eggs und Datenpads und Sachen und Zeug und Terminals und was weiß ich nicht alles, was man so finden kann. Warum habe ich denn jetzt Plasma Pistol? Ein bisschen unnötig. Aber hier in Reach gibt es auch viele coole Easter Eggs, aber halt nicht so Sachen zum Sammeln. So. Also, ja. Halo hat ja immer schon ziemlich viele Easter Eggs und ziemlich viele geile auch. Vor allem in Halo H2, 3 gibt es Genius Easter Eggs, also muss man echt sagen. Ob ich die zeigen werde, ja, ich werde es nicht extra darauf hinspielen, so, aber wenn es sich halt anbietet, werde ich die Sachen mal so ein bisschen mitnehmen. Genau, so, und jetzt haben wir es endlich mal geschafft und jetzt gibt mir diese scheiß Magnum. So. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Eine Herdplatte, die irgendwie verhältnismäßig unmodern aussieht, dafür, dass wir im Jahr 2552 sind. Genauso wie diese Spüle unter Wasserhahn. Aber hier gibt es Schränke und das ist eine Küche und krasser Scheiß. Ja. Obwohl Noble Six verhältnismäßig klein immer aussieht, muss man ja mal sagen, dass er relativ groß ist im Vergleich zu normalen Menschen. Genau. Denn Spartans wurden quasi auch, vor allem Spartan 2 ist noch, bei Spartan 3 wird es dann weniger und bei Spartan 4 ist, naja, wurden auch noch krass körperlich verändert und so, damit sie halt schneller, größer, stärker, what the fuck auch immer sind. Und hier könnte man cool durchgucken. Okay, ich glaube, hier gibt es nicht mehr wirklich was zu holen. Gehen wir mal weiter, ne? Und dementsprechend, ne? Also sie wurden meistens, vor allem noch früher, bis zur Spartan 4 Generation, dann gerne mal entführt. Warum ist das, der da oben noch chillt? Oder was ist da oben? Ach, da hinten müssen wir hin. So, ich dachte schon. Ja. Wenn ihr aufsteigt, dann können wir uns auch mal in Bewegung versetzen. Danke, George. Krass. Wir können hupen. Noch ein Skirmisher. Den wir ignorieren. Und noch einer. Und wir überfahren noch Moa.
Ja! Witzige ist, Kasha mit seinem DMA killt fast mehr als George. Okay, da ist eine weitere. Ein weiterer Gebäudekomplex und den wir uns jetzt mal ansehen werden. Mit mehr Allianz-Reihe. Super. Aber die Grunts können wir jetzt hier mit der Magnum mal wieder ein bisschen besser wegfügen. Also Präzisionswaffen sind halt einfach meiner Meinung nach deutlich besser. Genau. Also es ist, oh, Halo hat so viele krasse Hintergrundgeschichten, die man jetzt hier erzählen könnte. Auch die Geschichte der Grunts, wie die überhaupt zur Allianz gekommen sind und so. Aber ich werde mich meistens, denke ich mal, im Zaum halten, weil es einfach zu lange dauert, das alles zu erzählen. So. Und ich schnappen uns jetzt hier die Elite. Danke, George hat den No-Shield gemacht. Ey, wow. Krass. Ist ja auch mal was gemacht. Wir haben natürlich jetzt die ganzen Bauern getötet, das gefällt mir natürlich nicht. Wir haben es mitbekommen. Aber danke, dass du uns das nochmal sagst. Okay, dann retten wir die halt jetzt gleich mal. Ja, ja. Er labert aber jede Menge. Okay, ja, zu nutzen. Genau, was wollte ich jetzt vorhin sagen? Ja. Edo hat eine krasse Background-Geschichte. Also die Bücher lohnen sich auch wirklich. Ich würde es auch auf Englisch lesen, aber die deutschen Versionen sind auch ganz gut. Wobei mir bei Schlacht of Reach, das habe ich auf Deutsch gelesen, aufgefallen ist, dass es hier und da gerne mal so einen, also komischen Druck- oder Übersetzungsfehler. Könntet ihr jetzt mal bitte töten? Danke. Alter. Echt, George, du hast ein fettes Geschütz. Oh Gott, da oben ist eine Spirit. Ein Dropship der Allianz. Genau, lässt Einheiten runter und wir müssen. Wo müssen wir lang? Da vorne um die Ecke, naja. Okay. Nein, wir retten die Marines, sind das, schätze ich, ne? Ach, hier läuft immer so ein panischer Moa noch irgendwo rum, das ist krass. Wenn wir dann plötzlich so aus dem Nichts an. Boah, der Grunt ist aber weggeflogen. Moin! Hier kommt die Kavallerie. Geht's euch? Hallo? Hallo? Gib mir mal dein DMA. Dankeschön. Ist auch eine coole Sache, dass man mit Marines Waffen schon. Was ist hier? Oh, noch mehr DMA-Munition. Ja, gut. Okay. Mhm. Machen wir jetzt mal eine Landezone klar, damit die gleich irgendwie evakuiert werden können. Was? Alter. Kommen jetzt aus der Richtung auch Gegner, wenn die da so panisch weglaufen. Oh, die Brücke hier ist auch schon kaputt. Wow, 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 wow. Grunts, 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 ganz viele Grunts. Die nicht sterben, weil ich sie nicht richtig treffe. Und noch mehr Grunts. Oh, das ist aber hier krasse. Oh, was drin, da ist eine Elite. Das hier ist zum Beispiel einfach nur eine Standard-Elite quasi. Also der Lowest Rank, und somit sind die auch am schönsten. Da kommt jetzt aber eine Ultra raus. Die werde ich direkt mal versuchen zu nehmen. Das aber nicht richtig schaffen. So. Oh Gott. Wirfgranaten. Böse Sau. Oh, meine Schilde. Oh Gott, ich bin schlecht geworden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich treffe ja gar nichts mehr. Oh Gott, und ich muss weg. Sprinte doch! So. Oh, das war Amolok. Eine Panzerungsfertigkeit, die in Reach damals neu eingeführt wurden und unterm Strich dann im Multiplayer ziemlich verhasst waren. Ich persönlich muss sagen, so Amolok ist furchtbar im Multiplayer, aber allgemein fand ich jetzt Armor Abilities, da gab es auch ein paar coole, die vor allem in der Kampagne geil waren. Zum Beispiel Thruster Pack in Halo 4 oder so, war ziemlich geil. Oder Jetpack war auch eine lustige Sache in der Kampagne. So, und hat auch viel für Fun-Modis so gebracht im Multiplayer, muss man sagen, ja. Ich habe irgendwie wieder keine Munition. Jetzt haben wir hier einen Assault Drive und dann holen wir jetzt mal die scheiß Ultra da weg. Kann ja nicht angehen, dass wir so lange brauchen für das alles.
So, sterben, 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 sterben. Okay. So, dann gibt's mir mal deinen Needle Rifle. So, ist quasi wie ein Nadelwerfer, den wir auch noch nicht hatten. Aber schießt halt so Nadeln und wenn man genug Nadeln quasi auf einen Gegner geschossen hat, dann explodiert er. Warum kann ich nicht, kann ich mit dem hier auch fliegen? Ich will mit dem hier fliegen, der ist leer. Ich will einen eigenen haben. Okay. Genau, das hier ist ein Falcon. Für meiner Meinung nach das coolste Luftfahrzeug der UNSC, was bisher so in Halo Games zu finden war. Oder außer vielleicht ein Pelican, aber so von den kleineren. Und wir fliegen jetzt mal rüber zu der Station und gucken mal, was da so abgeht. Nachdem wir jetzt die Marines gerettet haben und bla bla bla. Es ist verdammt cool, hier in Ego-Perspektive mit denen zu sitzen. Das ist übrigens June. June, hallo. Den ich aus einem Grund, den ich vielleicht bei Zeiten nochmal erläutern würde, dann eher weniger mag. Aber ich finde, also er ist schon cool, aber er hat so was gemacht, was dann eher so, hä? Deswegen mal sehen. Carter hier, Noble 1, Anführer des Noble Teams. Auch ein krasser Typ. Oder dann natürlich wieder die mit den Schilden sind, also die mit den wirklich Schilden, sind übrigens Schakale. Und genau. So. Ich werde immer so ein bisschen was erklären, damit jemand, der es noch nie was von Halo gehört hat, jetzt vielleicht nicht vollkommen aufgeschmissen ist, aber ich werde auch nicht jeden kleinsten Scheiß erklären. Hat schon Mittelding irgendwie finden. Mal zu schauen. Ach, wir sind erst halb durch, ja. Cool. Aber hier gibt's DMRs. Das ist fesch. Das gefällt mir. Und natürlich kommt wieder ein Landungsschiff. Sein Schüssen. Was droppen die? Ach so, ja, cool. Beziehungsweise eine nur, ne? Ja. Der Reach-Soundtrack ist übrigens sehr, sehr geil. Wie eigentlich jeder Halo-Soundtrack. Aber auch der Reach-Soundtrack ist Martin O'Donnell wieder sehr gut gelungen. Könnt ihr mal die... Alter, wo kommen die ganzen Runs denn nun noch her? So. Noch mehr, noch mehr. Sie schon weg, bevor sie rausspringen. Oh Gott, die war schlecht geworfen. Wer hat da schon wieder Armor-Lock angemacht? Ich hab's genau gehört. Also irgendwie bin ich echt schlecht geworden. Das ist ja furchtbar. Und viele fuckt übrigens das Assault... Nein, nein, nein! Das Assault Rifle auch ab. Im Multiplayer. Aber ich finde, es ist auch so eine geile Waffe in der Kampagne einfach. Das kannst du ehrlich sagen. So. Das sind Katze-Grunts, die, wenn sie keinen letzten Ausweg werden, wissen, sich einfach Granaten in die Hand packen und losrennen. Auf den Feind und alles töten und zerstören. Und endlich mal war es von den Chakrani weggeholt. Von dem kleinen Zeug sind, finde ich... Ja, ich weiß nicht, ob Skirmisher hier oder Schakale nerviger sind, aber Schakale sind schon nervig, finde ich. Gott. So. Oh, fall back into the outpost. Los! Wir nehmen hier den, ne? Kabelschnabler. Und rein! Gott, ich häng fest. Alter, die haben ja selbst dran gedacht, dass wenn man rückwärts fährt, dass so ein Sound kommt. Wie cool ist das denn? Guck mal. Piep, 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 piep. Das ist ja verdammt cool. Skeleton Crew. Oh, wie cool der da drin sitzt, so mit den zwei Ebenen dann dran. Piep, piep. Okay, lassen wir das mal. Wollen den Ernst der Situation nicht überspielen. Wie mache ich nochmal Nachtsicht an das? Steht die ganze Zeit vor meinem Fresse und ich frage mich das. Die ist übrigens meiner Meinung nach in ODST cool, aber da kommen wir dann noch zu. Hier ist sie auch schon, sieht auch schon nice aus, aber in ODST fand ich noch ein bisschen kalt, also vom Aussehen, ne? Okay, James Bond,